Ich habe ja einen Luftsprung gemacht, als Temperia mein Flehen erhört hat und das Wonderland-Papier endlich in einem kleinen Block 20x20 rausgebracht hat. Ein Tutorial, wie ich dieses Papier verarbeitet habe und zusammengefügt, damit es in ein Journal reinpasst. Das gibt es schon, das habe ich dir unten drunter verlinkt. Ja, und das ist das Journal, was daraus jetzt entstanden ist. So ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, weil ich ja eher so der Vintage und auch mehr so der Grungy-Typ bin. Und das ist jetzt sehr bunt und farbenfroh, aber ich glaube, es ist nicht zu knallig geworden. Es hat mir aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ein Journal zu machen, wo nichts in Papier gebadet wurde, wo ich nichts in Tee baden musste. So. Hallo, hier ist die Jutta von Funkelgramm. Schön, dass du da bist. Ja, dann kannst du jetzt mit mir losziehen und das Wonderland erkunden. Das hat mir so viel Freude gemacht, dieses Journal. Und da habe ich tatsächlich auch mal erst die Seiten fertig gemacht und dann das Cover drumherum, weil ich nicht so recht wusste, welche Maße das haben wird. Hier hinten auf dem Buchrücken ist aus dem Stemperia Washi Tape Set ein Aufkleber drauf. Save your favorite dream. Bewahre deinen Lieblingstraum. Und dafür wäre so ein Journal doch fantastisch geeignet. Hier hinten Imagination, Vorstellungskraft. Da habe ich dann auch eine Collage gemacht. Das ist so Glitzerpapier, was ich noch hatte. Und das sind diese wunderbaren, Ephemera-Sticker von Stemperia, die ja schon diesen Schimmer haben, den ich total mag. Und da habe ich nur ganz leicht das ein bisschen runtergetunt, weil mir das dann doch zu weiß und zu hell war. Mit dem Vintage-Foto-Stempelfarbe bin ich aber so ganz zart drüber gehaucht. Ja, und dann dieses Cover. Falls sich irgendwer wundert, was für ein Papier ist das auf dem Cover? Das ist überhaupt kein Papier, das ist tatsächlich ein Bettbezug von Ikea, einen Oller, den weiß ich nicht, seit wie viel 100 Jahren, der schon hier bei uns in der Family ist, schon sehr zerschlissen. Und den wollte ich nicht wegwerfen, habe ich den in große Stücke zerrissen und habe den in meine Bastelkiste gesteckt. So war das im Original und das war mir dann halt doch zu bunt. Und dann bin ich da mit mehreren Schichten Farbe drüber gegangen. Und zwar mit Distress Oxide. Einmal habe ich das gesprüht mit dem Spray Speckled Egg. Und dann war mir das aber zu hell und dann habe ich so ein bisschen Broken China, habe ich dann auf den Stempelwischer gemacht und bin dann so ein bisschen drüber. Dann war mir das wieder zu dunkel, dann bin ich nochmal mit Speckled Egg darüber. Und das war so eine wilde Mischung immer hin und her und habe das schön miteinander verblendet. Ich habe dann auch mit einem feuchten Tuch zwischendrin so ein bisschen rumgewischt. Dadurch kommen dann diese Flecken so zustande, weil das ja dann so oxidiert. Und ja, das ist dann das Ergebnis gewesen. Und jetzt scheint das eben Muster noch nur noch ganz leicht durch hier so. Das Pink ist jetzt nicht mehr so laut und so mag ich das. So finde ich das eine ganz coole Sache. Vorne drauf nochmal eine kleine Collage geklebt. Ja, und wen wundert's? Konturliner, ne, ist ja klar, was sonst. Habe ich die Buchstaben nachgefahren und dann habe ich aber hier noch ein paar extra Sticker drauf gemacht. Die waren da vorher nicht, auch das, weil ich wollte Stemperia überkleben. Ich wollte hier keine Werbung von Stemperia auf meinem Journal haben, also habe ich diesen Butterfly, keine Ahnung, das ist irgendwo im Papierset drin, habe ich es draufgeschnitten, draufgeklebt. Also heute ist ganz schlimm. Heute ist es so warm. Gestern war es noch so kalt und ich habe irgendwie nur Kartoffelbrei im Gehirn. Also wenn ich hier lauter Quatsch rede, habt ein bisschen Geduld mit mir. Dann das Einhorn und dann ein bisschen Spitze und einen Schleifenband von irgendeinem Geschenk, was ich bekommen habe und natürlich mich über das Band mindestens genauso sehr gefreut habe wie über den Inhalt. So eine Junk-Journal-Krankheit, oder? Dass uns das Geschenkpapier, ist wie bei kleinen Kindern, die interessiert auch das Geschenkpapier immer viel mehr. Wenn du so einer anderthalbjährigen ein Geschenk mitbringst und du verpackst das schön, dann denke ich immer so, dann kannst du dir das, was in dem Inhalt drin ist, kannst du dir auch schenken. Die spielt die ganze Zeit mit dem Kringelband, das finden die viel aufregender. ist bei mir so ein bisschen so ähnlich. Ja, und ein bisschen was habe ich noch gehabt von dem großen 30x30 Papierblöcken von Stemperia. Das ist ja auch mit reingewandert. Einfach nur, weil das Einhorn so groß ist, denke ich, dass das noch ein Blatt aus dem großen Papierset ist. Das ist aber bei dem kleinen auch dabei. Und hier vorne habe ich das so als Folder dran gemacht. Da habe ich ein paar Seiten mit reingebunden. Hier ist ein durchsichtiger Briefumschlag, da habe ich ein bisschen was reingemacht. Hätte ich mal andersrum machen sollen, hätte hübscher ausgesehen, ne? Diese Sachen sind ja in diesen Papiersets von Stemperia immer gleich dabei. Das ist ja so praktisch, dass man das dann immer sofort hübsch dekorieren kann. Und eine kleine Karte, Handmade by Jutta Whitley für, da schreibe ich dann noch den Namen hin. Und ein kleiner Gruß von mir.
weil ich nicht in das Journal direkt reinschreiben möchte. Wenn du mal den Journal von mir ergatterst, wenn du das Glück hast und du möchtest gerne, dass ich dir da eine Widmung reinschreibe, dann musst du das in den Kundenkommentar schreiben, wenn du dieses Journal kaufst. Ne? Dann mache ich das gerne. Schreibe ich dir sehr gerne was rein. Aber ich mache das nicht unaufgefordert, weil ich schreibe ja nicht einfach in dein Buch. Ne? Sowas gehört sich ja nicht. Da fällt mir gerade ein, die Frage kommt im Moment wieder sehr häufig, weil wir eine ganze Menge neue Zuschauer hier haben, die immer wieder fragen, so ja, wie kommt man denn an deine Journal und ist das schon verkauft und kommt das in den Shop. Wenn das verkauft ist, dann steht das dran. Ich schreibe das jetzt immer, wenn ich mein Journal verkauft habe, unten im Text, unten drunter, steht dann immer als allererstes verkauft. Tu dir einen Gefallen und lies einfach mal ein bisschen, was da unten drunter steht. Da steht auch diese Materialien, wo du die findest, die hier drin sind. Und da steht dann ja auch immer, dass das im Laufe der Woche in den Shop eingestellt wird. Wann genau, verrate ich nicht mehr, weil ich ja das Problem hatte. Früher habe ich das immer sonntags gemacht, dass ein Haufen Leute auf der Lauer gelegen haben und wir dann ein Journal mehrmals verkauft haben. Das war total blöd, aber das war technisch nicht anders zu lösen. Das haben tatsächlich Menschen fertiggebracht, bis zu 3 Stück in dem schlimmsten Fall, die alle gleichzeitig das Journal in den Warenkorb gelegt haben und dann gleichzeitig zum Bezahlen gegangen sind. Und ich kann schon sehen, also zwischen den Zeiten, wo das im Warenkorb gelegt wurde, waren dann so 1-2 Sekunden Unterschied. Aber da alle dann zum Zahlvorgang gegangen sind, hat sich das überschnitten. Und das schafft das Shopsystem dann nicht mehr. Das kann dann nicht mehr sagen, das ist schon verkauft, wenn das 3 Leute exakt gleichzeitig kaufen. Nur ich habe hinterher die Arschkarte. Weil ich dann irgendwem sagen muss, so sorry, auch wenn du es gekauft hast, hast du es eben nicht verkauft, weil irgendeiner war ja der Allererste. Und das sehe ich am Verkauf, wann es in den Warenkorb gegangen ist. Das können wir sehen bei uns im Verkaufssystem. Also ich nicht, aber Roland kann das sehen. Und dann waren da wirklich 2-3 Sekunden Unterschied. Und ich möchte nicht der Überbringer dieser Nachricht sein und jemanden sagen, wow, jetzt hast du ein Tänzchen gemacht und hast dich gefreut, dass du ein Journal ergattert hast und jetzt kriegst du es doch nicht. Und deswegen sage ich jetzt nicht mehr, wann ich das einstelle. Da hilft dann nur, ab und an mal im Shop zu gucken. Und wenn du Glück hast und du bist dran, it's your turn, ja, du sollst dieses Journal bekommen, dann bekommst du es auch. So, das ist, denke ich, wirklich so. Ich habe so viele schöne Geschichten, die ich alle auch mal irgendwann in einem Video erzählen werde. Ich behaupte ja immer, das richtige Journal und die richtige Person, die finden sich. Ja, so, jetzt weißt du Bescheid, wie das hier funktioniert. Und das ist jetzt einfach nur ein Tag, den ich hier dran gemacht habe. Auch das ist, denke ich, nochmal eine Seite aus dem großen Papierset. Ich meine, die kämen nachher nochmal kleiner. Aber von dem Zeitpunkt, wo mein Journal fertig ist, und dann geht das in die Fotoabteilung und in die Artikelanlage und so weiter, bis ich das dann wieder kriege und das Flip zudrehe, da sind dann manchmal 3-4 Wochen dazwischen. Da habe ich in der Zwischenzeit schon wieder 5 andere Journal gemacht. Da weiß ich das dann nicht mehr. So genau kann ich mir das bei der Menge an Journal, die ich produziere, nicht behalten. Okay, hier habe ich eine kleine Karte von dem Kanasterspiel von meiner Oma. Da war ich im Nietenwahn. Da habe ich überall diese Eyelets dran geballert. Das kam deswegen, weil ich ja hier auf dem Buchrücken auch die Eyelets drauf gemacht habe, weil die farblich so perfekt dazu gepasst haben. Die sind übrigens auch von We Are Memories Keepers. Man muss nicht die Markenteile nehmen, nur weil die so schöne Farben haben. Die haben so tolle Sets, da hatte ich mir ein paar bestellt, weil das immer so perfekt zu meinen Journalen und vor allem auch zu diesen Stamperia-Papiersets aus irgendeinem Grund passt. Und habe da die Gummibänder durchgezogen. Ganz oft mache ich das ja gar nicht, aber bei dem hat sich's angeboten, weil das farblich so perfekt war. Normales Loch ist meistens völlig ausreichend. Das ist unser Flower Power Planner Papierset. Tortenspitze mit den schönen Stickern, mit den Ephemera-Stickern von Stamperia beklebt. Auch das ist so ein Ephemera-Sticker. Hier habe ich mit dem Motivstanzer einfach die Seiten so ein bisschen abgestanzt und eine schöne Schablone, die mir total gut gefällt. Da bin ich auch gerade dran. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir die schon im Shop haben oder nicht. Kann ich dir nicht sagen. Musst du gucken. Weil das immer so ist, dass ich solche Dinge bestelle, dann gucke ich mir die an, dann probiere ich die aus und dann versuchen wir davon eine große Menge zu bekommen und manchmal liefern die dann eben einfach nicht. Es ist immer so 50-50 bei dem, was ich bei meinem Großhändler bestelle und das, was ich dann tatsächlich bekomme, das sind oft mal so 2 verschiedene Paar Schuhe. So, also wenn sie noch nicht drin ist oder nicht mehr, weil sie schon wieder ausverkauft ist, dann kommt sie auf jeden Fall wieder. Ich finde, das ist so eine Schablone, die passt ja zu allem und die ist halt DIN A5. Wenn man die auf eine DIN A5 Seite macht, hast du halt hier rundherum komplett den Rand. Ich fand es aber so auch ganz witzig, weil man dann in der Mitte schreiben kann und hier kann man dann noch so Randnotizen machen. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre ja perfekt für ein Kochrezept, oder? Hier schreibst du in, was man alles braucht und hier schreibst du rein, wie man es macht. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass das eigentlich eine coole Lösung gewesen wäre.
Das ist irgend so ein Papier aus meiner Sammlung. Das ist unser Dudelblumenpapier. Und hier sieht man, dass ich da Papiere zusammengefügt habe. Das Tutorial verlinke ich dir natürlich auch unten drunter. Das habe ich ja gezeigt, als ich das Wonderland-Papier vorgestellt habe. Da habe ich das erklärt, wie ich das mache. Denn da habe ich mir ja schon überlegt, dass ich mal ein Journal mache in diesem Format. 20 x 20 cm. Mal ein paar längere Seiten, mal ein paar kürzere. Hier habe ich mich dann ausgetobt mit dieser schönen Stamperia-Schablone. Mit dem tollen Einhorn, das gefällt mir unheimlich gut. Das ist Seedless Preserves, heißt die Farbe, mit der ich hier zugange war. Und dann habe ich da, was sonst, Konturliner selbstverständlich und ein bisschen Stickles, ein bisschen Glitzer drauf gegeben. Das macht so einen Spaß. Ich könnte den ganzen Tag solche Sachen entweder stempeln oder mit der Schablone machen und dann immer nur so nachmalen mit dem Liner, weil das Ergebnis so schön ist. Ist immer so cool, wenn man was macht, wo man so ein Instant-Erfolgserlebnis hat, ne? Das baut einen auf. Hier haben wir nochmal aus dem Washi-Tape-Pad. Da hatte ich euch ja auch gefragt, ob ihr die gut findet, ob ihr da mir ein bisschen berichten könnt, wenn ihr Erfahrung damit habt, mit den Washi-Pads und mit den Rub-Ons. Und das Ergebnis ist, dass die meisten Leute gesagt haben, die damit schon Erfahrung haben, die sind klasse, die kleben gut, die halten gut. Auch die Rub-Ons, die muss man nicht zusätzlich fixieren. Die sind einwandfrei von der Qualität. Und jetzt haben wir die im Sortiment. Ne? Erstmal nur ganz kleine Menge, noch nicht so viel, aber wir werden das langsam ausweiten. Und ich finde halt die Motive, die sind so nostalgisch, die sind so wunderschön. Und cool ist halt auch, das werden wir später noch sehen bei diesem Washi zum Ausschneiden, dass man halt den Untergrund so ein bisschen durchsieht. Ein Tutorial, wie das mit diesem Ausschneiden am besten funktioniert und überhaupt noch so ein paar andere Tricks, wie man mit Rub-Ons und mit anderen Sachen so umgeht, das wird auf jeden Fall noch kommen. Es dauert noch einen kleinen Moment, aber das habe ich schon geplant und das wird es demnächst dann auch geben. Gerade dieses Ausschneiden, dieses Fussy-Cutting, da bin ich ja selber auch bald dran verreckt, weil ich ausschneiden einmal schon meine Hände, die wollen dann immer nicht, dann hatte ich endlich eine vernünftige Schere, aber mein Ergebnis war so mittelschlecht. Und da hat mir aber dann meine wunderbare Freundin aus Amerika, die Michelle Ray Laundry, hat mir dann geholfen. Die hat dann nur gesagt, so Mädele, weil die schneidet immer so toll aus. Da habe ich sie gefragt, sag ich, wie machst du das? Ja, mir passt hier irgendwie die Einstellung nicht. Bin ich in der Mitte, darum ruckel ich hier dauernd hin und her. Naja, Michelle hat mir dann auf jeden Fall gesagt, wie ich das am besten mache. Und das war dann so simpel. Hat sie mir auch schon vorher gesagt. Meinst du so, wenn ich dir das erkläre, wie ich das mache, dann lachst du hinterher und denkst so, warum ist mir das nicht eingefallen? Aber ihr hat es auch jemand gesagt. Irgendwer hat es mal rausgefunden und da werden wir uns noch ausgiebig mit befassen. Und auch wenn Ausschneiden bisher nicht deine Lieblingsbeschäftigung ist, wird die wahrscheinlich auch nicht werden. Aber du musst dich wenigstens nicht mehr ärgern, weil das Ergebnis nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Don't dream your life, live your dream. Das hat mir meine Oma schon immer gesagt. Verträum nicht dein Leben, leb deine Träume. Ja, die Karte lag hier auch noch so rum. Die passte farblich irgendwie ganz gut, vom Stil eher ja eher nicht so, aber ich habe gedacht, egal, die kommt da jetzt rein. So, eine Jutta-Karte. Viel, viel Platz zum Schreiben und zum Gestalten, das war mir ganz wichtig, weil ich wirklich wollte, dass die Person, die dieses Journal bekommt, so richtig Platz hat, um sich hier auszutoben. Und ich weiß nicht, ein Fotoalbum, ein Gästebuch, was auch immer draus zu machen, was auch immer dir einfällt, oder wunderschöne Sachen reinzuschreiben. Schöne Lebensmomente, Gedichte, Texte von irgendwelchen Liedern, die du besonders magst. Alles, was man halt so in so ein Journal so reinschreiben könnte. Ja, und hier hatte ich dann so vor, so einen Folder zu machen. Und als ich damit angefangen habe, dann ging der auch noch so richtig zu bis hier vorne. Und hinterher war so viel Papier drin, da musste ich mir was einfallen lassen. Also habe ich noch ein bisschen extra Kleines außenrum gemacht und habe diesen Verschluss hier zusammengefrickelt. Das ist tatsächlich ein Die-Cut, also der ist etwas fester als die Ephemera-Aufkleber, einfach mit einem Mini-Brett hier fixiert. Da unten drunter ist ein Magnet. Kann man hören, ne? So, klopp. Und der hält den ganzen Spaß zusammen. Also das ist dann hier nochmal so ein Mini-Heftchen geworden. Bisschen hübsch dekoriert für ein paar Notizen. Und das ist das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich so ein Folder haben. Und wie gesagt, als da noch kein Papier drin war, ging der zu. Was lernen wir daraus? Wenn wir Folder machen und wir wollen keine Lücke in der Mitte, müssen wir ein bisschen größer machen, wenn da viel Papier innen reinkommt. Ja, das ist wieder unser wunderschönes Planner, Flower Power Planner Papier. Und ich finde auch das hier, das passt doch perfekt zusammen, oder? Farblich ist doch der Hammer. Und dann noch diese schöne Spitze. Ich liebe sie. Diese Spitze heißt Nostalgia. Die gibt es auch bei uns im Shop in allen möglichen Farben. Aber wie gesagt, ich habe es ja unten drunter verlinkt. Da kannst du dir dann das Material aussuchen, wenn es irgendwas davon, wo du denkst, das hätte ich auch gerne, kannst du einfach mal gucken und dann kannst du dir das raussuchen bei uns im Shop. Und wenn du das nicht findest oder wenn ich wieder einen Link vergessen habe, dann gibst du einfach in die Suchfunktion ein bei uns im Shop. Dann kommt es sofort und ja, dann
hast du die Sachen gleich, als wenn du das mir unter das Video schreibst. Darfst du auch, kannst auch gerne hier unten drunter schreiben, ja, gibt es das noch bei euch und so weiter. Und dann suche ich den Link und mache ihn unten drunter. Es dauert nur länger, weil ich ja nicht immer jeden Tag sitze und jeden Tag gucke, wer sucht was bei uns im Shop. Das heißt, wenn du dir das gerne bestellen möchtest, ist es einfach schlauer, wenn du direkt im Shop guckst. So. Fällt mir dann immer so auf, weil ich immer denke, ach je, die Arme. Jetzt habe ich 2 Tage nicht geguckt in die Kommentare, weil ich ja nun mal auch noch ein paar andere Sachen zu tun habe, als mich mit Videokommentaren zu beschäftigen. Und es kommt und kommt keine Antwort. Dann habe ich gedacht, so, na, hoffentlich hat sie schon im Shop gesucht. Hätte ja nur das Wort eingeben müssen, hätte sie ja schon direkt bekommen. Ephemera, dann kommen die Sticker, weißt du, oder Die-Cut, dann kommen die Kärtchen und so weiter. Dann findest du das ganz schnell. Ein paar süße kleine Charms. Und nochmal dieses Planner Flower Power Papier. Und das, ich liebe das so sehr. Ich finde, das hat Roland so schön designt, weil das so schön bunt ist. Aber es ist halt nicht zu knallig und es passt sich so schön an. Ne? Weil die Farben hier auch so ein bisschen verwaschen sind, passt das hier zu diesem. Das ist so, wenn ich da so drüber gucke, so, dann schlägt mein Junk Journal Herz höher. Ja, hier haben wir die Elfe jetzt in klein. Das ist eindeutig das 20x20 cm Papier. Wo ich dann tatsächlich nur den Rand hier abgeschnitten habe und sonst gar nichts mehr gemacht. Und wie gesagt, normalerweise ertränke ich ja erstmal alles in Tee. Das finde ich total schön, dass ich das diesmal nicht machen musste. Das ist aus unserem Lebensfreude-Papierset. Passt farblich auch perfekt hier rein. Life itself is the most wonderful fairy tale. Das Leben als solches ist das schönste Märchen. Ja, das denke ich auch. Das Leben schreibt Geschichten. Die kannst du dir als Schriftsteller, egal wie viel Fantasie du hast, überhaupt nicht ausdenken. Das ist manchmal wirklich ganz erstaunlich. So, hier ist dann die Aufklappseite, also die Innenseite vom Aufgeklappten, und da habe ich eine Tasche ran gemacht mit einem kleinen Tag und dann diese Label einfach drauf geklebt. Dann kann man hier noch ein schönes Wort hinschreiben oder eine kleine Affirmation oder ein kurzes Sprüchlein oder so. Wird dem neuen Besitzer schon irgendwas Schönes einfallen, was er damit macht. Müssen wir den ganzen Spaß wieder zumachen. Hat man so richtig was zu spielen hier, ne, bei dem Journal. So, jetzt kommt das dann ran. Falls es hier im Hintergrund rumpelt, wir haben draußen die Bauarbeiter, die legen hier gerade Glasfaserkabel und machen einen riesen Krach. Und ich kann nicht warten, bis die fertig sind. Das Video muss fertig werden. Und die sind ja den ganzen Tag beschäftigt und morgen kommen sie auch wieder. Die sind hier rauf und runter, die Straße schon die ganze Woche dran. Da müssen wir mit ein bisschen Krach leben. Ich glaube, dass man es so im Video gar nicht hört, aber wenn du Kopfhörer auf hast und dir das anhörst, dann hörst du das vielleicht und denkst du so, was zum Teufel ist bei denen eigentlich los. Ja, wenn es gut läuft, kriegen wir jetzt schnelles Internet. Mal gucken. Hier haben wir dann die Rückseite vom Folder und da habe ich mit Absicht überhaupt nichts gemacht, weil ich wollte, dass der neue Besitzer jetzt entscheiden kann, ob er hier noch ein paar extra Seiten zum Schreiben reinmacht, ob er ganz viele Taschen hier noch aufklebt, um dann noch Stauraum zu haben für schöne Deko-Sachen, die er in dem Journal verwenden möchte. War mir also ganz wichtig, ein nackiger Folder, wenn du so willst, auch mit einem Magnet zu verschließen, wo sich dann die Person austoben darf, die dieses Journal bekommt. Und hier siehst du das auch wieder, ne? Seiten kürzer, länger, ist überhaupt gar kein Problem. Eigentlich macht es das Journal nochmal so schön, dadurch, dass das so sich so auffächert, das Ganze. Und das oben drüber sieht auch cool aus, ne? Das ist so dieser ganz simple Trick, wo man ohne viel Tüdelü ein Journal gestaltet und es gleich so einen richtigen Wow-Effekt hat, einfach dadurch, dass Seiten unterschiedlich groß sind. Noch eine von den süßen Karten. Und das ist so ein Perlmuttpapier und das ist Glitzerpapier. Das habe ich da dran geklebt, weil ich unbedingt diese Elfe dahin kleben wollte. Und ich fand, das passt farblich so perfekt. Und dadurch, dass das alles so schillert, ist das so richtig schön zauberhaft geworden, diese Seite. Da kann man auch gut drauf schreiben hier. Also mit einem ganz normalen Kugelschreiber. Oder ich nehme ja immer so Fineliner, um mein Journal zu schreiben. Funktioniert super da drauf. Schablone ist auch von Stamperia und hier sieht man das nochmal mit diesem Washi-Tape, mit dem ausgeschnittenen. Erstens mal siehst du, dass ich also auch sehr großzügig drumherum schneide und das gar nicht auf den Punkt mit jeder Linie und mit jedem Blümchen extra ausschneide, sondern wirklich einmal grob drumherum. Und das reicht dann auch. Aber dadurch, dass das Lila, finde ich, jetzt da unten drunter so durchscheint, weil das so ganz leicht transparent ist, wird es nicht zu knallig. Die Farben sind sehr lieblich, das wird nicht zu kitschig und es sieht einfach süß aus. Mir gefällt das unheimlich gut. Je mehr ich mit diesem selbst zu auszuschneidenden Washi-Tape arbeite, umso besser gefällt mir das. Ich kriege da also immer mehr so die Kurve. Man muss sich manchmal an so Materialien erst gewöhnen. Das ist ja nur ein Ephemera-Sticker. Und hier lag dann auf meinem Tisch in dem ganzen Durcheinander, als ich das Journal hier zusammengestellt habe, noch so ein bisschen von diesem lilanen Maulbeerbaum-Rindenzeug rum. Irgend so ein Rest.
Und dann habe ich festgestellt, so, das passt ja perfekt hier drauf. Also habe ich es kurzerhand hier dran gepappt. Und ich denke, der neue Besitzer kann sich dann überlegen, ob er da noch einen richtigen Cluster draus macht. Noch ein paar andere Papierchen, ein schönes Wort aufgeschrieben, einen Sticker da drauf. Ja, oder vielleicht mit einem Brett das noch weiter verziert. Das ist auch nur so eine ganz kleine Grundlage, aus der man so rein kreativ noch alles Mögliche erstellen kann. Hier habe ich dann mal eine Pocket mit Tortenspitze gemacht. Da muss man so ein Mühe vorsichtig sein, weil die ist ja schon doch empfindlich. Und die schöne Postkarte. Frauen und Schmetterlinge brauchen keinen Grund. Nein, den brauchen wir nie. Kommt dann hier rein. Passt farblich auch so schön dazu. Hier haben wir noch eine Tasche zum ein Kärtchen zum Wegklappen. So, keine Tasche. Man könnte eine draus machen. Könnte man hier unten noch festkleben. Dann könnte man da noch eine Tasche draus machen. Und dann hier noch ein bisschen Washi-Tape. Das ist aber dieses Form Action, das Washi-Tape. Es klebt ausgesprochen gut. Ich war also ganz angetan, wie prima das hält. Und der Motivstanzer, mit dem ich den Rand bearbeitet habe. Das ist ein Washi-Tape von keine Ahnung woher. Ich habe ja eine riesen Kiste mit Washi-Tape, was ich Gott weiß wo gesammelt, geschenkt bekommen habe. Oder manchmal auch einfach zugeschickt, so als Pröbchen. Von daher kann ich dir in keinster Weise mehr sagen, von wem oder was das ist. Bei denen weiß ich es nur, weil die neu sind. Weil die in diesem Set sind, was ich jetzt gerade erst, hatte ich glaube ich bei einem anderen Video schon erzählt, was ich beim Action gekauft hatte. Ach, guck dir das an. Ist das nicht schön? Dieses lila Papier zusammen hier mit unserem Planner. Ich finde, das passt perfekt. Ja, und dieses Washi-Tape passt eben auch nochmal perfekt dazu mit diesen wunderschönen Pfingstrosen. Das sind auch so Pfingstrosen, Hortensien. Das sind doch alles so Flieder, das sind alles so Blumen, die meine Mutter immer so respektlos als Oma-Blumen bezeichnet hat. Aber ich mag die einfach ganz arg. Die sind so romantisch, das finde ich total schön. Ja, und so kriegst du ein ganz normales Blatt, Pastellpapierfarben aufgerüscht, indem man da ein bisschen Washi-Tape und eine kleine Spitze dran macht und schon ist es Junk-Journaling. Wenn du da jetzt noch so Mühe von Stempel drauf kippst, dann wird das absolut perfekt. Aber auch das überlasse ich jetzt dem neuen Besitzer, hier sich ein bisschen zu amüsieren. Hier habe ich wieder, war ich wieder zu voreilig. Ich klebe wieder die Seiten zusammen. Auch Tortenspitze ein bisschen beklebt. Klebt auch hier unten gleich noch mit fest. So. Und schon haben wir das Problem gelöst. Das schöne Stemperia-Papier. Hier ist dann noch eine Pocket. Da ist gar nichts drin, aber ich habe hier noch ein Kärtchen rumliegen. Essenz der Natur. Guck mal. Passt doch auch. Und das ist tatsächlich Zufall, weil ich habe hier so einen Stapel von Kram noch liegen, den ich wegräumen wollte, der übrig ist von einem anderen Journal. Und das lacht mich gerade so an. Farbkarte, ne? Baumarkt. Immer wenn ich zum Baumarkt gehe, dann nehme ich ein paar von den Karten mit. Weil ich muss ja dauernd mein Haus streichen. In meiner Lieblingsfarbe. Und das ist auch wieder so, ne? Wie das hier so schön zusammenpasst. Diese zarte perlmuttfarbene Seite, dann dieses herrliche Einhorn und hier hinten dann der Hintergrund. Das ist was, ja, wie gesagt, wenn es funktioniert, ich liebe es einfach. Macht solchen Spaß, auf diese Weise die Sachen zusammenzustellen. Hier habe ich die Tortenspitze dann mal ein bisschen eingefärbt am Rand, damit es sich hier wiederholt. Und auch hier, das wird dann so ein bisschen harmonischer. Und auch da sind die Ränder mit dem Bordürenstanzer bearbeitet. Ein Schmetterling, der von keine Ahnung woher ist, der hier rumliegt. Und dann kommen wir schon zur letzten Signatur. Hier ist auch überall diese schöne hellblaue Spitze, die habe ich auch von Sonja bekommen. Danke Sonja. Sonja ist mein Spitzenmonster. Immer wenn ich Spitzen in bestimmten Farben brauche oder wenn ich ein neues Projekt habe und ich bin mir nicht sicher, ob ich alles habe, was ich brauche, dann gucke ich Sonja an und frage, ob sie irgendwas Cooles hat. Das ist immer ganz prima. Und sie hat eigentlich immer irgendwas Cooles. Ich weiß nicht, die Leute auf der Junk Journal Convention, die da gewesen sind, die haben Sonja ja kennengelernt, ne? Da hatte sie uns ja auch Spitze mitgebracht. Sonja sammelt auch schon ewig und drei Tage Spitze. Und ja, das ist einfach, es ist toll, wenn man so jemanden hat, wo man sagt, dann hör mal, ich habe das und das Problem. Und du kriegst dann so als Antwort, nein Jutta, das ist überhaupt kein Problem. Das ist klasse. So. Das passt farblich auch total schön zusammen. Hier hatte ich dann noch so ein Stück Geschenkpapier. Das ist aus irgendeinem Elfenjournal. Das ist so ein, ich weiß nicht mehr, das ist, ich weiß, dass ich dieses Geschenkpapier bei uns im British Store gekauft habe. Das sind wie so Bücher, in denen dieses Geschenkpapier so zusammengefaltet ist. Das ist total toll. Und da habe ich noch so ein paar Restchen. Ja, ich fand, dass die irgendwie vom Stil ganz süß hier noch dazu passen. Hier könnte man auch noch mal eine Pocket draus machen, wenn man das denn wollen würde. Keine Ahnung. Darf der neue Besitzer entscheiden, was ist hier los? Klebt da auch wieder was zusammen? Oder habe ich...
mir da was bei gedacht. Wir gucken gleich erstmal. Und auch das finde ich farblich total cool. Da hatte ich einfach so richtig Spaß, in den Farben zu schwelgen und das alles so schön zusammenzustellen. Siehst du hier, da stimmt doch irgendwas nicht. So und so. Es ist zusammengeklebt, aber nicht, weil ich wieder rumgeschludert habe, sondern weil es so sein muss. Und da habe ich auch... Irgendwie sieht es jetzt bei der Kamera ein bisschen spooky aus, das Einhorn mit Konturliner bearbeitet. Das Auge ein bisschen nachgemalt, weil da hatte ich ein bisschen zu viel Gold drauf und auf einmal war das ein blindes Einhorn. Dann habe ich da ein bisschen das Auge mit dem schwarzen Stift so ein bisschen nachgemalt. Und das sieht man aber, in echt sieht das gar nicht so gruselig aus. Wenn ich mir das jetzt hier so begucke auf dem Bildschirm, sieht es ein bisschen komisch aus. Egal. Es ist jetzt, wie es ist. Time to believe in magic. Zeit, um an Magie zu glauben. Jawohl, das sollte man unbedingt, unbedingt. Und auch hier kleben wohl die Seiten wieder ein bisschen aneinander, weil ich zum Schluss habe ich Druck gekriegt von der Fotoabteilung, die gemeint haben, so jetzt mach mal hin hier, wir brauchen jetzt mal langsam die Bücher, damit wir die einstellen und anlegen können und sowas alles für einen Shop. Tja, und dann war keine Zeit zum Trocknen und dann klebt wieder alles aneinander. Passiert mir aber nicht nur, wenn die mir Druck machen, sondern auch einfach, weil ich das ungeduldigste Menschenkind dieser Welt bin. Wenn ich irgendwas nicht leiden kann, dann ist es warten. Hier sieht man auch so richtig schön mit der Spitze, wie die Seiten zusammengefügt sind. Du legst sie einfach zusammen und klebst was drauf. Und es ist vollkommen egal, was du da hast. Tesafilm, Scotch Tape, Packpapier, Klebeband, Spitze, Papierstreifen, was auch immer. Ne, einfach so gucken, dass es ein bisschen farblich vielleicht zu dem passt. Wenn es nicht passt, könnte das auch ein toller Kontrast sein. Kann auch sehr interessant wirken. Probier einfach mal ein bisschen rum. Hier ist ein schöner Glitzersticker und noch ein bisschen wunderschöne hellblaue Spitze. Und noch einer von diesen Washi-Tape ausgeschnittenen Stickern. Das ist also so herrlich. Ich finde die so süß. Und der blendet sich auch da rein. Man muss zweimal hingucken. Man könnte gerade meinen, die wäre schon immer da drauf gewesen. Eben weil der im Hintergrund noch so minimal durchscheint. Ne? Hätte ja auch schon im Druck mit drinne sein können. Wer weiß das schon. Ah ja, da habe ich wieder eine Tasche gemacht aus Tortenspitze. Und nochmal dieses wunderschöne Papier aus unserem Lebensfreude-Papierset. Das ist so eine meiner Lieblingsseiten. Da sind mehrere in diesem Stil, diese komplett bunten Aquarellseiten. Ich finde die einfach toll. Die machen so gute Laune, wenn man die anguckt. Aber darum heißt das Set ja auch Lebensfreude. Hier ist nochmal die Schablone, nur mit einer anderen Farbe. Und da habe ich dann erst nur die eine Seite gemacht und dann habe ich sie ein Stück rüber gerückt, weil ich den Rand ein bisschen größer haben wollte. Die ist ja nur DIN A5. Kann man ja so ein bisschen tricksen. Nur weil die DIN A5 ist, müssen wir die ja nicht als DIN A5 verwenden. Ne? Das macht ein guter Bastler ja so, wie ihm das gerade in den Kram passt. Und hier haben wir auch wieder dieses Orange- oder ja aprikotfarbene Papier, was so wunderschön zu diesem Stemperia-Muster passt. Herrlich. Das Marmorpapier, Briefpapier ist das. Auch eine Stemperia-Schablone. Noch ein bisschen lila. Ein schöner Flügel, der ist auch auf dieser Einhornschablone mit drauf. Und auch da natürlich, wie könnte es anders sein, mit Konturliner rumgehext. Da könnte man auch ohne weiteres noch ein bisschen Glitzer drauf machen. Naja, das darf dann der neue Besitzer, wenn er das gerne möchte. Zum Schluss noch ein bisschen Tortenspitze. Und ein schönes Einhorn als Sticker. Und hier hinten nochmal eine Pocket. Mit dem Einhornkärtchen und auch da habe ich so einen Washi-Sticker drauf gemacht und das ist eine ganz große Tasche. Hier könnte man also auch noch was Großes dahinter stecken. Und die ist jetzt genäht und das war tatsächlich Anna. Das ist eines von den Teilen, die Anna für mich vorbereitet hat. Aber ich habe ja eine Kindernähmaschine, weil meine alte Tretliesel, wir kriegen die ja ewig nicht repariert. Und inzwischen habe ich die in Gang gesetzt und ich habe angefangen, Papier zu umlehnen. Es ist noch ein bisschen krumm und schief, aber im Junk Journal ist es ja eigentlich wurscht. Und ja, das klappt mit diesem Kinderding ganz gut. Die ist ja nicht zum wirklichen Nähen. Da geht es ja wirklich nur darum, Papier drunter zu legen und da ein paar Mal drüber zu rattern und dann ist es gut. Ja, also für höhere Ansprüche ist das nicht geeignet, aber für das, wofür ich die brauche, ist das kleine Ding super. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das hier ist am Ende. Ich finde, dass es ganz wunderbar geworden ist. Mir gefällt das ausgesprochen gut. Und es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, zur Abwechslung mal was zu machen, was nicht Vintage ist. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung zur Belohnung dafür, dass du hier bis zum Schluss durchgehalten hast. Ich hoffe sehr, du hast am Mittwoch Zeit. Denn am Mittwoch gibt es ein neues Papierset von Funkelkram.
Und zwar ein Papierset mit allem drum und dran, ja, mit Booklet, mit Postkarten, mit Ausschneidebögen, mit einem ganz besonderen Stickerbogen, den ihr euch schon sehr lange wünscht. Da habe ich Wünsche erfüllt ohne Ende mit diesem Stickerbogen. Und ganz viele von euch haben da, ohne es zu wissen, sogar dran mitgearbeitet. Das werden wir am Mittwoch alles präsentieren. Natürlich werden wir die Dinge auch wieder verlosen. Also, jetzt kannst du mal schon an deinen Basteltisch gehen, kannst hoffentlich den Tag genießen, kannst was Schönes, Kreatives machen und nicht vergessen, am Mittwoch mal kurz vorbeizuschauen. Das wird nämlich richtig interessant. Und jetzt hab einen wunderbaren Tag und bastel dich glücklich. Bis Mittwoch. Ciao.